Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Erbrin ist wieder am Start und zwar in der nächsten Runde der nächsten Vorstellung und zwar geht es diesmal wieder mal in ein kleines Lichtmonster und zwar die Immalent MS-06. Dieses kleine Gerät soll bis zu 25.000 Lumen an Leuchtkraft bieten. Nach der Marauder 2, die ich vor genau 12 Monaten hier vorgestellt habe, soll das jetzt hier die nächste kompakte Lampe sein. Die Marauder 2 hatte ja ungefähr, glaube ich, 14.000 Lumen maximal. Die Immalent hat jetzt 25.000 Lumen und ich glaube, das ist bisher die größte Lampe, die ich jetzt hier so vorgestellt habe. Also 25.000 Lumen oder darunter oder bis 20.000 hatte ich noch keine. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine 200 Euro teure Taschenlampe. Ein Kollege von mir hat sie sich gekauft vor 6 bis 8 Wochen, schätze ich jetzt einfach mal. Ich bin mir nicht so genau sicher. Und hat sie mir jetzt mal hier gelassen, damit ich mir das Gerät mal anschauen kann und euch natürlich auch mal zeigen kann. 25.000 Lumen maximal, denn es ist ein Turbo-Modus, das sollte jedem klar sein. Die Lampe hält den Turbo-Modus nicht Ewigkeiten aufrecht. Das geht nach ungefähr, also laut Angaben, 70 Sekunden und dann geht sie wieder runter auf ca. 4.000 Lumen. Dennoch ist das auf jeden Fall verdammt hell, das muss man mal so sehen. Wir haben eine maximale Runtime von 31 Stunden. Das ist schon krass, also so lange läuft sie maximal mit der Helligkeit, nicht mit der Helligkeit, also mit einer geringeren Helligkeit. 513 Meter soll sie schaffen. Das ist aber kein Thrower, also kein Werfer des Lichts, sondern ein Flutlicht. Dementsprechend ist es mit 500 Metern, naja. Also es ist sehr gut. Das seht ihr jetzt an den Bildern. Man kann gut weit gucken. Ist mir eigentlich egal, ob es 5, 6 oder 700 Meter sind. Man sieht alles im Umkreis von Metern auf jeden Fall, wie ihr selbst seht. 65.000 Kerzen ersetzt diese eine Lampe. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ist aber tatsächlich so. So hell ist das Ding und es ist unnormal, wenn man das nachts anmacht. Und es verblendet einem fast die Augen. IPX8 Waterproof, das Ding soll also wasserdicht sein. Ich habe auf den Rezensionen von Amazon gelesen, dass sie tatsächlich wegen Wasser wohl auch mal ausgefallen ist. Ich nutze sie aber auch nicht im Starkregen. Und aus 1,5 Metern soll sie ruhig mal runterfallen dürfen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde sie jetzt auch nicht unbedingt fallen lassen wollen. Ist mir bisher auch noch nicht passiert und meinem Kollegen bisher auch nicht. So, wir schauen mal direkt rein. Hier in der Anleitung steht direkt drinnen, was wir beachten müssen. Und zwar, wenn die Lampe neu kommt, was sie ja jetzt bei uns nicht mehr der Fall ist, dann, kann man da raus, muss man diese kleine kompakte Dose erstmal rausnehmen und an der vorderen Seite normalerweise hier dieses kleine Ding abnehmen. Das heißt, wir schauen mal. So, okay, sieht man, ja, das ist vorne drauf. Und das eine hier ist bei der Batterie und das hier vorne ist natürlich hier oben drauf. Und der ein oder andere fragt sich jetzt, ist es jetzt so kalt bei dir, dass die Lampe beschlägt? Nein. Nach unserem wirklich sehr ausgiebigen Test der Nachtwanderungen und Nachtaktivitäten sieht unsere Lampe jetzt mittlerweile so aus. Das heißt, die 25.000 Lumen machen sich irgendwo auch mal bemerkbar. Und zwar hier vorne an der Glasfront. Habe ich so noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht mal die Marauder oder Marauder 2 hatte das bisher. Da war ich echt erstaunt, aber es waren ja auch nur 14.000 Lumen. Hier bei den 25.000 Lumen, die wirklich bei uns sehr oft benutzt wurden und auch bei mir jetzt mehrere Minuten hintereinander. Das ist vielleicht nicht ganz so gesund für das Glas. Deswegen ist das hier an der Stelle ja wahrscheinlich mal ein bisschen angelaufen und zu heiß gewesen. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. Ja. Wir haben jetzt hier im Lieferumfang drinnen 21.700er Akkus. Die sind direkt von Immalent und haben 4.000 mA. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Da müsst ihr das Ganze zu abdrehen. Hier seht ihr nochmal einen wunderbaren Dichtungsring mit Gummi. Ist aus Flugzeugaluminium, ist auch schön eingeölt. Das heißt, wenn man das so schön lässt, dann passiert da eigentlich auch nichts. So, hier sieht man die fetten Akkus. Da hat ein Akku 14,4 Wattstunden. Und man sieht schon, die sind auf jeden Fall ordentlich. Das Ding ist daran, und das verstehe ich auch nicht, diese Akkus sind größer als die normalen 21.700er Akkus. Das heißt, in normalen Lampen könnt ihr diese Akkus nicht betreiben. Warum man das auch immer machen sollte. Ich habe es natürlich probiert und habe festgestellt, in einer 21.700er Lampe, wie zum Beispiel die Olight Seeker, Seeker 2, Seeker 2 Pro, Seeker 3 Pro, passt dieses Ding nicht rein. Du kriegst damit kein Licht, auch in den Sofirn-Lampen gar keine Chance. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber die Akkus hier, obwohl sie 21.700er Standard haben, sind definitiv größer. Ansonsten sieht das Ganze so innen drin aus. Nichts weiter Besonderes. Was ich cool finde, ist, dass man die Akkus aber austauschen kann. Bei dem Preis von 200 Euro wäre das sehr ärgerlich, wenn das Ganze fest verbaut ist. Ich erinnere da freundlich an die Marauder 2 und an die Marauder der ersten Generation. Und da kann man das ja zum Beispiel nicht machen. Hinten gibt es keine Tailcap, es gibt keinen Endkappenschalter. Wir haben hinten nochmal direkt drauf stehen. 35 Ampere, 3,6 Volt, 21.700er Akkus, MS-06, 25.000 Lumen von Immalent.
Ja, wie gesagt, vorne das Problem, es macht jetzt reichweitentechnisch bzw. leuchttechnisch gar keinen Unterschied. Wie ich bloß mal am Rande gesagt habe, dass irgendwann auch das beste Glas wahrscheinlich zu heiß wird, weil die Lampe wird verdammt heiß. Und das Gute ist, bei minus 5 Grad machst du den Turbo an und du hast sofort warme Hände, wenn du keine Handschuhe dabei hast. Muss man einfach mal so sagen. So, im Lieferumfang, was haben wir da noch so drin? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich schau mal, hier ist nichts weiter. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, irgendwie dieses Paket zu öffnen. Genau, da ist es dann auch schon. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Ladekabel. Komm mal raus da. Genau. Hier ist ein Ladekabel dabei. Und wir haben anscheinend noch eine Handschlaufe, wo ich jetzt nicht wüsste, wo wir die befestigen sollen, weil gibt ja eigentlich gar keine Möglichkeit dafür. Naja, ist egal. Was aber auch noch cool ist, ein Ersatz, Gummi, Dichtungsring, ein O-Ring ist nochmal mit dabei. Und dann haben wir hier nochmal so eine kleine Tasche. Die ist also nochmal zum Schutz der Lampe inklusive. Mal ganz kurz gucken, wie wir das Ding aufbauen. So, also so ein Holster, mehr oder minder, ist es eigentlich nur. Ja, da sieht man es relativ gut. Das muss man sich so ein bisschen auseinanderfummeln. Und dann soll das Ding hier so ein bisschen. Ach so, dafür ist auch das Band wahrscheinlich da. Da muss man ganz kurz gucken, wie wir die hier reinkriegen sollen. Also nicht so wirklich, dass ich. Alter, ist das Ding. Naja, gut. Mehr oder minder kann man das dafür benutzen. Wahrscheinlich sollte man das hier öffnen, um dann das Ding irgendwie verstauen zu können. Oh. Und dann könnt ihr sie euch an eure Gürtelschnalle oder sonst wo dranhängen. Ja, muss man wissen, ob man das braucht. Wir haben es nicht gebraucht bisher. Ich habe das Ding die ganze Zeit jetzt hier nur so transportiert, weil es bei uns ja auch nicht runterfällt. Ja, das Magnetladekabel. Ich habe davon zwei. Mein Kollege hat sich gleich noch ein paar bestellt. Zur Sicherheit, weil es gibt ja hier die Möglichkeit, nicht die 21700er Akkus in einem Ladegerät zu laden, weil sie sind einfach zu lang. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Bei dem Magnetladekabel ist es verpolungssicher, sage ich mal. Guck mal an hier. Der Magnet geht so drauf, ja, dann geht es nicht. Und wenn du den Magnet so machst, dann passt das. Das heißt, es kann nur so geladen werden. Kein Schnellladen, kein USB-C, wie bei dem Olight Router 2, sondern hier, wie gesagt, dümpeln wir mit maximal 2 Ampere rum. So war es bei meinem Ladegerät zumindest. Das heißt, ich schließe das Ding an. Ja, und dann warte ich. Und ich warte dann auch mal eine ganze Weile, bis die Lampe wirklich wieder voll ist, wenn sie leer ist. Denn sie geht schneller leer, als sie vollgeladen ist. Das sollte eigentlich jedem soweit, denke ich mal, klar sein. Ja, das soll aber auch jetzt nicht das Problem sein, weil Fakt ist, es geht ja um die Leuchtstärke der Lampe. Und die ist wirklich stark, muss man einfach mal so sagen. Wenn ich jetzt hier oben einmal drauf drücke, habe ich die Möglichkeit, das Ganze so anzumachen. Ich habe keinen Ramping-Modus drin. Wir halten mal gedrückt. Passiert da was? Nein, einen Moon-Modus gibt es nicht. Wir haben eine Memory-Funktion und wir schalten durch die verschiedenen Funktionen so nämlich durch. Das Ganze werde ich euch im Nachttest draußen einfach nochmal zeigen. Das ist sozusagen so die kleinste Funktion, die wir jetzt hier so haben. Und dann geht es natürlich nochmal immer darüber hinaus. Ich sagte ja ansonsten, das Ding kostet 200 €. Das ist halt wirklich so, wie es ist, muss man einfach mal so sagen. Ja. Die MS06, da steht es auch nochmal direkt, kann man soweit auf jeden Fall nicht meckern. Im Gegensatz zur Olight Marauder auf jeden Fall ein Schnapper, wenn man das Ganze mal so sagen möchte. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz so durch. Wir haben jetzt hier die 5 Modi, 9000 Lumen, 4000 Lumen, 2500 Lumen, 1200 Lumen und 200 Lumen. Das sind also die 200 Lumen. Das sollen dann schon die 1200 Lumen sein. Dann gehen wir auf 2500, dann auf 4000, 9000 und jetzt kommt der Wahnsinn. 25.000. Macht hier drinne kein Hehl, deswegen probieren wir das Ganze natürlich im Nachttest draußen nochmal aus. Ja, und sonst, wie gesagt, 2 Meter kann das Ding tauchen. Ich würde es jetzt nicht zum Tauchen unbedingt nehmen, weil dann brutzeln euch die Fische im Wasser daneben weg, weil das Ding einfach alles zum Kochen bringt, weil es wirklich sehr heiß ist. Wie heiß das Ganze wird, das werde ich euch jetzt nochmal zeigen, denn die LED leuchtet grün, das heißt, ich habe sie aufgeladen. Mach mal an. So, und solange ich den Turbo drücken kann, wenn die Lampe grün leuchtet, alles gut. Jetzt allerdings bricht die Spannung tatsächlich schon wieder ein und die Lampe dunkelt sich minimal etwas ab. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder einige Stunden investieren und das Ding laden. Aber ich lasse sie trotzdem noch mal ganz kurz laufen und wir gucken uns das Ganze noch mal mit dem Infrarotthermometer an, wie schnell die Lampe heiß wird. So, wir gehen mal direkt drauf und ihr seht jetzt schon, ich habe sie nicht lange angehabt, aber sie hat jetzt schon sage und schreibe einfach mal 30 Grad. Ja. Wir machen mal Folgendes, wir stellen sie an, die Memory-Funktion hat die 9000 Lumen sich behalten. Da geht die Lampe jetzt schon ein bisschen hoch. Aber wir machen Folgendes, wir machen einfach jetzt nochmal den Turbo-Modus an. Moment, Stufe 1, 2, 3, 4, 5, ne, 1, 2, 3, 4, war das schon die 5?
Geht schon wieder der Turbo nur, ist nicht? So, da sieht man nochmal wunderbar den Ladetest der Lampe. Sie leuchtet ja jetzt hier rot und wird mit maximal 1,9 Ampere bei 5 Volt halt geladen. Das sind ungefähr 10 Watt. Das heißt, das dauert wirklich eine ganze Weile. So, meine lieben Freunde, willkommen jetzt hier zum Nachttest der Immerland MS06 mit 25.000 Lumen. Das ganze Gerät wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Da sehen wir es. Und ich will jetzt einfach mal direkt hier drauf halten, dass wir nochmal so sehen, was hier so maximal an Lichtleistung rausgeht. Machen wir mal ganz kurz aus. Das ist so das Kameralicht jetzt aktuell. Wir machen mal die erste Stufe an. Da sieht man schon, da ist das Kameralicht natürlich nichts dagegen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr hell. Und man kann schon ziemlich weit bei gucken. Das Ganze kann man dann natürlich noch eine Stufe höher packen. Und noch eine Stufe höher. Wir sind jetzt bei Stufe 3. Dann machen wir Stufe 4. Und das Ganze sieht schon sehr gut aus, um dann wieder eine Stufe zu erhöhen. Das heißt, es funktioniert und geht immer weiter. Und dann gehen wir wieder los. Und das Ganze jetzt nochmal direkt hier so zu sehen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Und jetzt immer nochmal einen draufsetzen mit dem Turbo-Modus. Das Ding ist einfach unnormal hell. Echt heftig hell. So, der Fahrradfahrer hat auf jeden Fall auch nicht schlecht geschaut gerade. Denn mit seiner kleinen Funzel konnte er damit eben nicht so richtig was anfangen. Das heißt, wir machen nochmal einen Doppelklick, dann sind wir direkt nochmal drin. Und wenn wir jetzt nochmal so runtergehen, dann sind wir halt wieder komplett ausgeschaltet dabei. Also nochmal, der letztgespeicherte Modus bleibt halt immer drin. Das ist schon echt ziemlich hell. Und wir sehen es ja auch, eine richtig heftige Angelegenheit. Und macht auch wirklich gut Spaß. Und wenn wir dann nochmal einen Doppelklick machen, bam, dann wird es auf jeden Fall taghell. Und wir sehen auch schon, das Licht streut auf jeden Fall wirklich gut. Und wir sehen alles Mögliche. Und wenn wir nach oben hin leuchten, dann sieht man auch jetzt hier so ein bisschen die Beamschatz. Das ist also wirklich nicht von schlechten Eltern. Da wird es natürlich gleich wieder rot, weil die Spannung natürlich wieder absackt, weil die Lampe natürlich unnormal viel Strom verbraucht. Jetzt geht sie wieder in den grünen Bereich rein, obwohl sie noch im Turbo-Modus ist. Das ganze Gerät wird aber so heiß. Jetzt haben wir ungefähr 2 Grad Außentemperatur und ich kann es jetzt schon fast nicht mehr festhalten, weil es mir schon fast jetzt die Finger verbrennt. Wir gucken nochmal direkt zum Feld raus. Wie man unschwer erkennen kann, ist es immer noch stockfinster. Der Feldtest kommt jetzt. Und zwar kommt jetzt die 25.000 Lumenlampe nochmal so richtig zum Einsatz. Wir machen einfach mal direkt hier mit dem ersten Modus. Kameralicht, erster Modus, ist schon nicht schlecht. Wir sehen schon ein paar Stoppeln jetzt hier. Wir sehen schon ein bisschen weiter. Wir sehen es nochmal ein bisschen weiter. Ich halte es mal so von oben ein bisschen runter. Stufe 3, ja. 4. Okay, nee, war doch schon die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht man also da hinten, das Lagerhaus ist ziemlich weit weg. Doppelklick. Bam. Das ist nicht normal. Ausschalten und anschalten und anschalten. Der Turbo-Modus. Unnormal die Helligkeit, was man hier mit ausleuchten kann. Absolut Wahnsinn, dieses Licht. Und nochmal aus. Wir fangen nochmal an mit der geringsten Stufe. Nochmal aus. Noch einmal an, aber wir machen mal das Kameralicht aus, dass wir es mal direkt so wahrnehmen können. Richtig dunkel. Das ist also wirklich jetzt hier nur erste Stufe, zweite Stufe, dritte, vierte. Da sieht man schon die Gebäude. Fünfte und Doppelklick. 25.000 Lumen. Unnormal, was diese Lampe hier an Helligkeit so rausbatzt. Das macht schon unnormal viel Spaß. Muss ich von oben wieder halten, ansonsten macht der Fokus nämlich hier nicht direkt mit. Eine unnormal krasse helle Lampe, die natürlich massiv Strom verbraucht mit den 3 21700er Akkus, aber sich auch unnormal erwärmt. Das heißt, ihr habt eine wunderbare Taschenheizung im Winter. Da macht das Ding auf jeden Fall richtig Spaß. Also ich kann mich definitiv nicht beschweren. Ein paar Beamshots blende ich euch an der Stelle auch nochmal mit ein. Oder habe ich vielleicht schon vorher schon gemacht. Ansonsten findet ihr das Ding wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Denn das Ding macht wirklich Spaß.